So, meine Freunde, und jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal eine Runde mit Isaac. Ich weiß nicht, was uns dieses Mal erwarten wird. Okay. Die Ebene schaut schon groß aus. Wir gehen erstmal nach unten. Rainbow Kaki. Stimmt, hilfreich. Magnetic Tears lasse ich gern gleich mal liegen. Nicht unbedingt gut. Ich hoffe, die Runs werden diesmal ein bisschen besser als die letzten paar. Pumpen haben wir ja auch ein paar gekriegt. Schade, ich habe gehofft, da könnte es sein. Wir haben keinen Stein mit einem X. Oh Gott. Cool, hier oben liegen gleich zwei Seelenherzen rum. Bisschen schauen, dass wir vielleicht mit der Range wegkriegen. Oder mit der Bombe. Und ein bisschen Range-Vorteil erzaubern. Gott, der Raum zieht sich. Gut, lebenstechnisch dürfen wir uns schon mal nicht beschweren. Zwei Seelenherzen oben gehabt und einen im Stein. Und ein Schlüssel. Oh, da auch schon wieder ein Steinchen. Gut, das war jetzt unsere letzte Bombe, aber Steinchen. Ein Steinchen. Ja. Keine Bombe mehr. Oh. Hier wäre der Geheimraum. Na, Menno. Hier wäre der Geheimraum auf jeden Fall. Fällt es gerade gar nicht, dass ich hier so eingekerkert bin.
Nehme ich Tears und Shot Speed ab? Gut. Nehme ich doch alles einmal. Dann Basement 2. Luck up, auch nicht schlecht. Da geht's ja dann nur nach unten. Shielded Tears. Ja, geht doch gut los. Kannst dich nicht beschweren, Shielded Tears sind gut. Wunder, dass wir in diesem Raum nicht getroffen werden. Wurden. Und bestimmt mit den Shielded Tears ein bisschen mehr zu verdanken. So ganz alles kannst du gar nicht überblicken, weil da so viel passiert. Bombe. Konnte noch weglaufen. Ja, im Shop brauchen wir gar nicht schauen. So wirklich Geld haben wir nicht. Wie gesagt, so wirklich Geld haben wir nicht. Schauen wir mal. Noch eine Bombe. Oh, komm. Hat mich in den reingefurzt. Ist ja unfair. Und ein Schlüssel. Okay, aber zwei Bomben. Und wir kriegen unsere Bombe wenigstens wieder. Okay, dann geht's weiter zum Boss, ha? Dann geht's weiter zum Boss. Monstro, hallo! Ein bisschen Damage wäre schon nicht schlecht. So ein bisschen Damage up wäre schon nicht schlecht. Vielleicht ein bisschen Speed up zum Ausweichen. Ah! Das war jetzt doof von mir. Evil plus Range Shot Speed Up, ja. Nur Pillen. Oh Gott. Lockdown. Lock up. Health up. Ja, das nehmen wir auch mal mit.
kann auch Vorteile haben. Zum Beispiel in solchen Räumen. Ich hole mir schnell noch das Herz und dann gehen wir runter. Zack. Helferpille beim Teufel gefunden. Kannst dich nicht beschweren. Es gibt gar nichts mehr. Ist der Raum leer. Teufel ist auch weg. Gut, gehen wir runter. Caves. Die sind eigentlich nur nervig durch ihre Anzahl meist. Warum treffe ich dich denn nicht? Die haben sogar Augen. Das fällt mir gerade zum allerersten Mal auf, dass die Augen haben. Broken Magnet. Das Spiel will halt unbedingt, dass wir einen Magneten haben. Gurglings. So wie es ausschaut, vier schnell. So, wir warten mal kurz, bis die Blutspur etwas weg, ja, bis die Blutspur weg ist. Dann holen wir es. So, was sagt mein geschultes Fachauge für Richtung Geheimräume? Entweder hier oben oder hier unten. Sets ab. Nehme ich. Range haben wir zwar echt gut. Shot Speed. Alles, aber irgendwie der Damage fehlt uns noch. Der Damage fehlt uns noch. Der fehlt uns ganz schön noch. Der fehlt uns echt ordentlich noch. Ich würde sagen, der ist da. Der Geheimraum. Und ich hatte recht. Alter, schon wieder so ein blöder Automat. Ich habe doch gar keine Münzen, Mann. Echt keine Münzen. Ach stimmt, da kann ich ja so stehen bleiben und durch unsere Schilde Tiers. Das war echt blöd. Wenigstens die drei. Na, nicht mal bei den dreien war was drin.
So wirklich, irgendwas haben wir noch nicht gekriegt. Nehme ich lieber das Kacki-Häufchen. Du charge, gell? Ja, du rennst ein bisschen immer noch, ne? Ja, bleib doch mal stehen, Mann. Ja. Jedes Mal, wenn die Drecksau rennen anfängt, werde ich getroffen von dem Viech. Ja. Du kannst einfach auch nicht ausweichen, weil du noch zu langsam bist. Lass mich. Ja. Drecksviech, verdammt doch mal. Geh drauf jetzt. Stirb. Geht doch. Tooth Shots. Okay. 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 Das ist nicht schlecht. Kann sich nicht beschweren. So, wartet mal kurz. Ich bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Oh Gott. Oh Gott, nicht in die Falle locken. Okay, da war ich vielleicht selber auch ganz schön mit dran schuld, aber... im Leben schaut es jetzt nicht so toll aus. Die Arschlecker. Da hatte ich gerade auch Glück gehabt. Ich hätte schon ein bisschen Damage gern. Vielleicht haben wir Glück. Die kennen wir noch nicht. Full Health. Okay, jetzt können wir sie. Health up. Wie gerne ich jetzt spielen würde. Aber ich habe keine Herzen. Also auf der Ebene liegen. Die spielen aber normal. Schon wieder die Arschlecker. Achso. Wir haben ja einen Health abgekriegt, aber keinen. Oh Gott. Stimmt ja, da war ja was. Ich spiele schön auf Range. Ich bin ja hier voll in der Falle, Mann, gewesen. Wenigstens scheitert es nicht an Schlüsseln. Das heißt, wir kommen in den Goldraum rein. Ach, Pac-Man. Gut, das ist jetzt auch nicht so das Wahre.
Dann die Bombe kommen wir auch nicht ran. Da wäre der Shop. Ui. Das ist doch gar keine Möglichkeit zum Ausweichen, Mann. Okay, wir haben dort wenigstens noch Herz rumliegen. Oh Gott. Wollen wir trotzdem mal in den Shop reinschauen? Seelenherz. PhD, das hätte ich jetzt gern. Okay, vielleicht kriegen wir doch noch irgendwo Münzen her. Bombe haben wir keine, um uns was aus dem Automat zu sprengen. PhD und das Seelenherz hätte ich schon gerne. Okay, erst einmal normales Herz, vielleicht sogar. Du hast einen Lack ab. Wir haben eine Bombe. Fehlen uns noch 3 Münzen. Die wir nicht kriegen. Peach, die wäre natürlich schon gut. Wir wissen ja eigentlich schon fast, was jede Pille macht. Dann habe ich was anderes vor. Alter, das kann doch nicht wahr sein. 2-mal Spinnen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Gut, dann mache ich es anders da. Zack. Zack. PhD muss ich dann leider liegen lassen. Ist blöd. Lass ich ungern liegen. Health down. Bad Gas. Okay, dann können wir hier reingehen. Kurzen den erstmal an. Oh, da kommen gleich ewige Fliegen angeflogen. Oh, da oben sind 2. Hehe. Okay, so schlecht ist es vielleicht nicht einmal. Shot Speed plus Damage up. Ja, das langsam lässt sich was anfangen damit. Shot Speed sind wir recht schnell. Damage, naja. Aber das können wir schon ein bisschen durch den Shot Speed und die Schilde Tiers ausgleichen. Können wir schon ein bisschen ausgleichen. Curse of the Labyrinth. Ist es nicht da, wo wir rumteleportiert werden? Ja, das ist das, wo wir rumteleportiert werden.
doch mal irgendwo hin, wo ich dich treffen könnte, vielleicht. Seelenherz nehme ich immer gern. Eigentlich sind wir schon ein bisschen geschützt durch die Shield des Tiers. Wenn der Gegner von vorne kommt und schießt von vorne, sind wir dadurch ein bisschen geschützt. Da ist der Goldraum, den ich nicht auf einmal erreiche. Speed und Range Damage. Range Up. Ja. Lässt sich was anfangen auf jeden Fall mit. Oh Gott. Eine Bombe und ein Shop. Nichts, wo ich jetzt sag, will ich unbedingt. Ja, war klar. Ich muss da natürlich voll nahe rennen. Ich mag ich doch so als Gegner, weil ihr immer nur am Hüpfen seid. Geh drauf. Ja. Wir haben gerade mal ein halbes Herz verloren. Ach, das, da sind sie. Helf's ab, setz dich ein, geh rüber und hol mir das Herz. Dass hier so viele große Räume sein müssen. Ja, und dann solche Gegner. Boah, das war knapp. The missing page is it glows with power. Nehme ich den mit. Alter, schon wieder so ein Riesenraum. Ja. Renn ins, ins Render, ins Blut rein. Renn ins Blut rein. Ist es eine Doppelebene, weil wir zwei Goldräume haben? Poison Damage. Nehme ich gerne mit. Da braucht man Bomben. Viele Bomben haben wir nicht. Wir haben eine.
ich würde mal sagen, wir haben sie erledigt, die Hände. Behaupte ich jetzt. Das ist eine Doppelebene. Die Kiste will ich aber. Vielleicht haben wir Glück und eine Bombe drin. Na, sogar zwei. Alter, wie groß ist denn die Ebene, Mann? Die Ebene ist riesig. Nein, ich werde dich schon klein haben. Jetzt gehen wir hier in den großen Raum. Was machst du? Fetal Protection. Sklaus with Power. Nehme ich das? Nee. Bombe. Denn immer ihr. Den Raum hatten wir doch schon ein paar Mal jetzt. War pure Absicht. Ich wollte den hier sprengen. So, ja, aber noch keinen. Den Bossraum haben wir auch noch nicht gesehen. Oh Gott, Brimstone-Muschis. Lockdown? Nö. Stimmt, schießen kannst du ja auch. Nehme ich HP ab. Noch ein paar Fettis. Bad Gas, ja, Mumpen haben wir 10 Stück, da würde ich sagen, nutzen wir das hier auch. Brauchen wir 2 Bomben. Health down will ich nicht. Aber ich will in das Bett hier rein. Kann man sich da nicht normalerweise ins Bett reinlegen?
Wie konnte man sich nochmal ins Bett reinlegen? Ich bin doch einfach immer nur dagegen gelaufen, oder? Komisch. Gut, wenn es eine Doppelebene ist, so wie es ausschaut. Es ist auf jeden Fall eine Doppelebene. Wenn wir zweimal Bosse haben. Also nicht nur hier zweimal Bosse, sondern allgemein zweimal Bosse. Und ich gehe wieder auf Abstand. Boah, das sind ja ewig viele Spinnen. Okay. Die ersten beiden Bosse haben wir ganz gut weggekriegt. Ohne großartige Probleme. Sind nicht mal getroffen worden. Kriegen HP ab. Wo wir uns auch nicht beschweren können. Und ich aber jetzt nochmal sag, ich gehe in den Stachelraum rein. Und schnapp mir die Kutte. Die ist auch nicht schlecht. Sign up. Krieg 3 schwarze Herzen. Werd halt einmal getroffen. Geh jetzt nochmal hier rauf. Und hol mir hier nochmal ein rotes Herz. Was? Wir sind schon bei Isaac. Hä? Wieso sind wir hier? Ja, okay, wir haben eigentlich alles geholt, was wir holen können. Wir haben jetzt nichts mehr, was wir sagen würden, wo ich jetzt sagen würde. Das haben wir auf der Ebene vergessen. Wir machen es ja eigentlich immer schön gleich voll, bevor wir zum Boss gehen. Warum haben wir gleich 2 Bosse, Mann? Okay, Treffer. Ich weiß wirklich, eine Doppelebene war. Nächstes schwarzes Herz weg. Speed und Damage up. Okay, Mom's Heart haben wir geschafft. Die Tiefen XL, deswegen, weil es eine Doppelebene war. Schaut doch nicht schlecht aus. Schade, dass wir keine Devil Deals kriegen. Wir haben mal ziemlich viele rote Herzen. Gut, wenn wir jetzt noch Guppy's Paw kriegen würden, hätten wir sowieso gewonnen. Wartet mal kurz. So. Ja, gehen wir erst nach unten. Gurglings. Ich glaube, wenn man zu weit weg steht, dann chargen die nicht. Ich sehe es noch blinken, das Blut. Ich traue mich gerade nicht. Jetzt. Oh Gott! Ja. Natürlich wie immer. Lass mich. Gerade nicht das Bedürfnis, in diesen Raum zu gehen, die Bomben zu holen. Wobei, ich hatte auch nicht das Bedürfnis, hierher zu gehen.
Machen wir so, mit einer Bombe, schön strategisch geplatziert. Machen wir uns ziemlich viel Arbeit weniger. Da läuft noch ein Körper rum. Da laufen noch ein paar Körper rum. Da unten auch. Die sind schon ganz schön schnell. Ach, ich hole mir die Bomben. Komm, ist egal. Ich hole mir die Bomben. Zwei Bomben für drei Bomben. Wir haben die Bomben. Bad Gas hätten wir auch noch mal übrig. Immer noch zum Einsetzen. Und das setze ich hier ein. Ich mag den Typen nicht. Oh ja, da helfen unsere Schilde Tiers auch nichts mehr. Ich weiß nicht. Was sagt ihr? Das ist ja irgendwie mehr. Wir probieren es mal in den Raum. Oh, die treffen aber irgendwie nicht. Ist mir der lieber. Ach stimmt, ja, du schießt ja. Wenn man dich anschießt. Komm raus. Komm raus. Komm zu Papi. Komm zu Isaac. Komm her. Na komm. Explosive Diarrhea. Hatten wir nicht einen Raum, wo ich mal gedacht habe, könnten wir einsetzen? Ich weiß nicht, geht es mit den Sheltetiers? Okay. Bestimmt, wenn man sich nur richtig positioniert. No, nichts. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben. Wo ganz viele Laseraugen auf uns warten. Die uns sowieso treffen. Weil ich ja meine Laseraugenfreunde kenne. Wir brauchen rote Herzen. Woher kriege ich die nur? Vom Stachelraum vielleicht? Nö, da kriege ich nur ein Seelenherz und eine Trollbombe. Und die mir gleich wieder das Seelenherz abzieht. Oh, komm schon. Was mache ich denn für einen Scheiß heute schon wieder? Ja, bringt uns viel. Lauter Herzen. Sollten da nicht irgendwie Masken dazu sein? Gut, ich beschwere mich mal nicht. Weil mit den Masken hätten wir ich x-mal getroffen worden. Wir brauchen irgendwo Heilung. Das war's mit unserem weißen Hart. The Moon.
bringen uns einen Geheimraum. Der Geheimraum gibt uns Bomben. Nirgends rotes Herz. Wir machen uns mal auf die Suche nach einem super Geheimraum. Der könnte hier sein. Hier ist er auch. Eternal Heart. Scheiße! Ich hab gehofft. Ich hab wirklich gerade gehofft. Ich hab echt gehofft. Dass es ein Raum mit voller roter Herzen ist nur. Der uns sonst nichts bringt. Aber diesmal echt viel gebracht hätte. Oh Gott, ein Treffer noch. Ein Treffer können wir noch einstecken. Einen beschissenen Treffer, verdammt. Oh Gott. Ich brauche irgendwo eine Helferpille oder irgend so einen Scheiß. Okay, das war eigentlich ein guter Deal. Ich weiß nicht, was die Pillen sind, die merke ich mir. Ja, Regenbogenkacki! Regenbogenkacki! Oh Gott, Regenbogenkacki! Regenbogenkacki! Boah. Das macht es jetzt schon um einiges einfacher. Oh. Okay, dann gehen wir in den Stachelraum. Wenn der uns Edzard Herzensherr serviert, gehen wir in den Stachelraum. Eternal Life hat uns zwar zwei Herzen gekostet, aber wir haben ja anderthalb rumliegen und hier ist was? Physik Shots? Temporary Invisibility. Dann nehme ich eher das mit. Bringt uns bei Malms Hart viel mehr. Ups. Na egal, auf jeden Fall bringt uns das bei Malms Hart viel mehr. Ja, der springt natürlich direkt in mich rein. Erste ist weg. Weiter ist weg. Nö. Da wir eh viele Münzen haben, ich gerade angerufen werde. Spielen wir doch. Ich schieße nach oben gleich von Anfang an immer wegen den Fliegen. Ich will keine Schlüssel. Bomben habe ich auch nicht so abgesehen. Du weißt, was ich will.
weiß ganz genau, was ich will. Du weißt, was ich will. Gib mir das, was ich will. Flylauf, ja toll. Und jetzt will man natürlich gleich Glück gehabt. Du weißt doch, was ich will. Der weiß doch ganz genau, was ich haben will, oder? Deswegen will er es mir nicht geben. Ja, gut, den Goldschlüssel nehme ich auch, aber ich hätte gern ein paar Herzen. Bitte. Komm schon. Nicht mit Geld, Herzen, ja, genau. Und da kriegen wir natürlich nichts. Wir haben Ethanon live. Wenn wir hier den Supergeheimraum sprengen würden. Und da Herzen drin sind. Wir bei Mars hart versagen. Könnten wir es nochmal probieren. Du hast mir gleich meine ganze Kohle gezockt. Du bist doch einer, der was bringt, oder? Nein. Hier vielleicht? Nö. Tears up. Tears up. Tears up. Tears up. Die 4 Tears up Hüllen. Was macht Tears Up? Ich weiß es nicht. Schussgeschwindigkeit, oder? Schaut nur so aus.
ihr trefft mich auf jeden Fall. Ja, ja, na klar. Ich brauche ein paar Herzen auf Reserve. Falls ich getroffen werde, brauche ich Herzen auf Reserve. Tut mir leid, Jungs, Mädels. Wir müssen noch ein wenig zocken. Wir müssen hier etwas zocken. Okay. Der letzte wollte uns zwar keine Herzen geben, aber dafür der oder was? Gibt uns jetzt aber nochmal Flylove? Ich weiß es nicht, ich hab's ja schon. Ich will mal was ausprobieren. Ich habe ja Herzen hier rumliegen. Wenn es mal wieder Erd macht, dass ich die Fliege auf mich zukommen lasse. Vielleicht kriege ich sie dann. Ach, die macht einem nur nichts. Aber so nervig. Na komm. Geld, Bomben. Komm schon. Ich will ein paar Herzen hier rumliegen haben auf Reserve. Lass mir doch den Wunsch. Da haben wir schon mal versucht zu sprengen. Kann ich euch auch noch nicht sagen, wo der Geheimraum ist. Göcklings! Der war schnell kaputt. Wir haben noch eine Münze. Versuchen wir unser Glück. Versuchen wir unser Glück. Nein. Aber wo ist denn dann der Geheimraum? Hier kann er links und rechts nicht sein, weil da kommst du nicht hin. Hier vielleicht oder hier vielleicht. Ja, okay. The World. Dürfte uns auch nichts mehr bringen. Ich hoffe noch sowas wie Full Health oder Balls of Steel, irgend sowas, so eine Pille. Wir haben halt null Heilung. Super Geheimraum. Super Geheimraum. Super Geheimraum. Vielleicht bringt uns dieser Automat etwas mehr Glück. Justice. The Fool. Justice. Mom's Heart. Laseraugen weg. Bleibe ich einfach hier stehen.
Die Shielded Tears können ja ihre Tränen wenigstens richtig effektiv wegmachen. Brimstone! Ja, ich lass mich treffen. Einmal. Oh. Dass der immer alles gleich ausprobieren muss. Trademark. Okay, wir sehen uns im nächsten Run.